Hallo, herzlich willkommen zum phaseverrückten Jahresrückblick 2015. Ich bin die Manu vom Stadt-Land-Wolle-Podcast und ich habe mir gedacht, ich nehme heute mal einen Videopodcast für euch auf. Dann könnt ihr mich auch mal sehen und ich kann euch ein bisschen was zeigen. Und der phaseverrückte Jahresrückblick ist eine Aktion von der Distel in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei Ravelry. Und sie hat uns allen 16, 15 Fragen gestellt. Ich habe hier meinen Zettel. Ups. Ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Hat uns 15 Fragen gestellt und ich werde versuchen, die zu beantworten und euch das ein oder andere auch zu zeigen. Und ich lege gleich los mit dem Spinn-, Strick- und Häkeljahr 2015. Was für Herausforderungen habe ich gemeistert? Also, ich habe bei der 15-Punkte-Aktion mitgemacht, die letztes Jahr in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe stattgefunden hat. Und ich habe 20 Punkte erreicht. Yeah! Also, ich habe wesentlich mehr geschafft, als ich gedacht hätte. Und bin ganz glücklich darüber. Ich habe auch manches gestrickt, was jetzt nicht für die 15-Punkte-Aktion gezählt hat. Also, was nicht aus 2014 oder älter in meinem Woll- oder Faser- oder Stoff-Stash lag. Aber ja, ich habe doch 20 Punkte erreicht, 20 Mal altes Garn oder alte Fasern oder alte Wolle verbraucht und ja, ein bisschen mehr Platz bekommen. Und ich habe ein, naja, schon fast Langzeit-UFO fertig gemacht, und zwar das Waterkant-Tuch. Das habe ich 2014, letztes Jahr im Nordseeurlaub angefangen und mich hat dann die Lust verlassen, wo der Urlaub vorbei war und es lag dann in der Ecke und lag in der Ecke und ja, dank Motivation und einer Mini-Challenge im Rahmen der 15-Punkte-Aktion habe ich es fertig gebracht und das zeige ich euch. Jetzt muss ich hier mal schnell gruschen. Okay, nehme ich einen großen Korb stehen. Hier haben wir es schon. Oh, Entschuldigung, jetzt war ich aus dem Bild. So sieht es aus. Und die Wolle ist eine Wollmeise. Ich glaube, der Wasserratz. Und ich meine, dass es eine Pure war. Ja, und was mich so gestresst hat, das waren. Ups. Mal gucken, wie ich euch das zeigen kann. Das waren diese Rippen hier, weil bei jeder dieser Rippen alle Maschen abgekettet wurden. Und nach jeder dieser Rippen musste man alle Maschen wieder aus den Knötchen aufnehmen. Und es war Stress pur. Aber ich habe es geschafft. Und ja, es wird jetzt kein Lieblingstuch von mir, nicht unbedingt, weil es einfach ja, zu weit runterhängt und mir zu sehr Lätzchen ist. Aber ich mag es ganz gern und ich habe es fertig und so ab und zu habe ich es auch schon getragen. Genau. Ja, Waterkant ist endlich fertig. Juhu. Und was waren die erstaunlichen und erwähnenswerten Projekte 2015? Also das war neben dem Waterkant-Tuch, war das das Pamuya-Tuch, das ich aus handgesponnener Wolle gemacht habe. Und zwar war das auch eine Mini-Challenge, und zwar alt, aber oho. Alles, was älter als 2012 war, glaube ich. Und ich habe Ende 2011 die Wolle da dazu gesponnen, selber. Und das war ein Kammzug von der Melanie, von der Melino Liesel. Der hieß damals Seemannsgarn und ich habe den Navajo verzwirnt und der hatte so einen wunderschönen Farbverlauf und ich wusste immer nicht, was ich daraus stricken soll und habe dann das Pamuya-Tuch gewagt. Wunderschön, riesengroß geworden und ja, ich liebe es. Es ist wirklich erwähnenswert und ganz besonders und bin auch schon mehrfach darauf angesprochen worden, wo ich denn die Wolle her habe und was das denn für eine tolle Anleitung ist. Und ich mag es wirklich total gern. Ja, und außerdem Pamuya-Tuch fand ich noch total genial zum Stricken, den Hitofude oder Hitofude.
der ja auch schon bekannt ist, den ja schon einige gestrickt haben. Ich habe ihn noch nicht gespannt, weil es im Moment zu kalt ist, ihn zu tragen, aber fertig ist er. Und zwar aus der Wollmeise Lace Feldmäuschen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Frage 2. Der Stash 2015. Wie bist du mit deinem Wollvorrat umgegangen? Unter welchem Zeichen stand dein Stash-Jahr? Wie hat es sich alles entwickelt? Errungenschaften, Abbauerfolge. Also Abbauerfolge kann ich keine verzeichnen. Nicht wirklich. Ich habe zwar 20 Mal Wolle und Fasern aus dem Stash verarbeitet, aber ich habe natürlich auch wieder eingekauft. Und zwar war ich ja in Regensburg und ich musste bei Dye for Yarn zuschlagen. Ich habe da blaue Merino-Wolle gekauft. Und ja, auch bei diversen Handfärberinnen habe ich mir was gegönnt. Aber das sehe ich jetzt nicht so als Problem, weil es war wirklich gezielt gekauft. Und ja, wenn man auf einem Wollefest ist, muss man einfach ein bisschen was kaufen. Dann habe ich bei der Melino Liesel, die ja leider jetzt zum Jahresende ihre Färberei einstellt und aufhört, habe ich noch ein paar Kammzüge gekauft. Und ja, Fischerwolle, der Lagerverkauf, der hier ganz in der Nähe ist, die hatten im Frühjahr einen Ausverkauf, weil sie umgezogen sind. Und ja, da habe ich natürlich auch zugeschlagen. Eh klar, oder? Also keine Abbauerfolge. Aber jetzt ist keine Riesenmenge neuer Stash dazugekommen und ja, ich bin noch zufrieden damit. Es passt alles noch in den Schrank, den ihr hier hinter mir seht. Da ist mein ganzer Wollvorrat drin und der Stoff. Ja, damit sind wir beim Kleiderschrank. Mein Kleiderschrank. Welche Sachen habe ich 2015 oft und gerne getragen? Das können auch Sachen aus den Vorjahren sein. Und ja, das sind auch bei mir meistens Sachen aus den Vorjahren. Ich habe meinen Central Park Hoodie oft angehabt. Den habe ich damals aus der DK-Wollmeise in der Farbe Cassis gestrickt. Das ist so ein Zopf, so eine Zopfjacke ohne Knöpfe, vorne offen und hat eine Kapuze. Und den liebe ich total. Dann habe ich gerne und oft Fetchings und Handstulpen an, weil ich einfach ja gern kalte Hände habe oder wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, dann ist das ganz toll, wenn man die Finger vorne frei hat. Dann habe ich den Easy von der Martina Behm recht oft an, weil das ein schönes langes Tuch ist und das nicht so lätzchenmäßig runterhängt. Und jetzt im Herbst habe ich mir einen Caponcho gestrickt von der Emma Fassio und den habe ich auch total oft an. Gerade im Geschäft einfach so über die Schulter drüber. Und ja, den Ginevra, der ist auch von der Emma Fassio, habe ich mir auch noch gestrickt. Den habe ich hier, den kann ich euch zeigen. Das ist von der Art her auch wie ein Poncho. Ups, bin zu nah dran. Wird nur so über die Schulter gelegt und kann entweder mit dem Lace-Muster an den Schultern oder auch vorne getragen werden. So sieht der aus. Und das habe ich also wirklich oft angehabt. Also so ein Langarm-T-Shirt drunter und einfach ein bisschen Wärme über den Schultern. Dann die vierte Frage. Gemeinsam geht alles besser. Was hast du für Aktionen, Alongs, Events mitgemacht? Was waren deine virtuellen und vielleicht auch persönlichen Treffpunkte mit anderen aus der Faser-Community? Also, da habe ich eine ganze Menge. Und zwar die Tour de Vlies. Die war nicht ganz so erfolgreich, wie ich es mir gedacht habe, aber ich war zufrieden. Ich habe einiges an Fasern versponnen. Zum Beispiel hier. Oh, der kommt sehr gelb raus. Das ist so ein richtig schönes Mint. Grün, den habe ich auf der Handspindel versponnen. Dann dieser Strang hier, die Fasern sind von der Melanie gefärbt, Melino Liesel. Und das ist der Strandurlaub mit BFL und Tencel.
Und dann habe ich versucht, Sockenwolle zu spinnen. Und zwar alle drei von ätherische Öle und mehr. In zweifach, das ist dieser hier. Und zweimal Navajo. Diese hier. Und das jeweils Merino mit Nylon. Ja, also da bei der Tour de Vlies war ich ganz erfolgreich. Nicht so, wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich hätte noch was in petto gehabt und auch gerne noch fertig versponnen. Aber das hat leider nicht mehr geklappt. Aber es war okay, weil bei 30 Grad im Schatten zu spinnen war manchmal schon recht anstrengend. Dann habe ich mitgemacht beim Karl für die Ewigkeit von Nettis Nadelkunst. Und zwar mit der Engelsdecke von der Martina Behm. Und ja, das wird nichts. Also ich bin beim letzten Dreieck und habe jetzt, glaube ich, schon seitdem ich wieder angefangen habe, schon zum dritten Mal wieder geribbelt, weil immer irgendwo irgendwas schief läuft. Und ja, sie liegt wieder in der Ecke und darf noch mal ein bisschen ruhen. Ich möchte es aber unbedingt fertig machen. Dann habe ich bei Angies Sockenkarl von Angies Wollplauderei mitgemacht. Und die Socken sind auch fertig und total cool. Sockentoe-up werde ich öfter stricken und hat mir sehr gut gefallen. Die Videos waren einfach erklärt. Danke, Angie. Dann, ich habe es ja schon erwähnt, habe ich bei der 15-Punkte-Aktion 2015 mitgemacht, die in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei Ravelry stattgefunden hat. Da war das Ziel, 15 Mal Wolle, Fasern, Stoff aus dem Stash zu verarbeiten. Und ja, 20 Punkte habe ich geschafft. Und unter anderem habe ich auch genäht. Und da habe ich ein paar Sachen hier, um sie euch zeigen zu können. Und zwar habe ich eine Zeit lang recht viel Patchwork genäht und hatte da lauter so kleine Scraps übrig. Und ja, habe ich gedacht, die vernähe ich jetzt mal. Und also ich habe vorwiegend Projekttaschen genäht. Die sind dann auch innen gefüttert. Schön hell, dass man auch gut sieht, was drin ist. Und wie kann es anders sein, wenn man im Allgäu wohnt, braucht man die Kuhtasche. Das ist alle mit Reißverschluss und Futter innen drin. Dann habe ich beim Geburtstagswickelknäuel mitgemacht in der Gruppe Die Wickelknäuel-Wichtler und habe mir, ich glaube es waren Socken, gestrickt. Und beim Adventskalender Wickelknäuel natürlich, das jetzt erst kürzlich vor Weihnachten stattgefunden hat. Und da habe ich Socken, Handschuhe und ein Quadrat für meine Sockenwollreste-Decke sogar rausbekommen aus der Wolle. Dann habe ich noch mitgemacht beim Faser-Adventskalender, von der Fanny organisiert, auch in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei Ravelry. Und da ging es darum, dass man 24 Päckchen macht mit Fasern drin und die alle verpackt und an die Fanny schickt. Und die Fanny teilt es dann auf, sodass jeder von jedem dann ein Päckchen zurückbekommt und einen tollen Faser-Adventskalender hat. Und das war klasse. Es war eine ganz, ganz tolle Aktion. So viele verschiedene Fasern und ich hatte vieles in der Hand zum ersten Mal und bin schon ganz gespannt darauf, das jetzt zu verspinnen. Und ich möchte es auf der Handspindel spinnen. Und ja, das sind so 10 Gramm ungefähr. Und wenn es von der Dicke der Wolle, der fertigen Wolle, dann passt, würde ich es gerne in meine Sockenwollreste-Decke einarbeiten. Mal gucken. Ja, und persönliche Treffpunkte 2015 waren natürlich das Wollfest in Regensburg, wo ich einen Tag war. Und ganz viele von euch kennenlernen durfte. Ein paar andere Podcaster, zum Beispiel die Jenny oder die Angie habe ich kurz gesehen. Und ja, es war ganz toll, viele von den Hörerinnen kennenzulernen und einfach mal persönlich mit euch in Kontakt zu kommen und
ja, das möchte ich versuchen, 2016 auch wieder irgendwo auf ein Wollefest zu kommen. Dann war ein weiterer persönlicher Treffpunkt das Spinntreffen bei der Melanie, bei der Melino Liesel, das einmal im Monat stattfindet und wo wir auch so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft jetzt sind und ja, mit den Spinnrädern, mit der Spindel, mit den Stricksachen da sitzen und einfach mal einen Abend quatschen und gut essen und ja, es uns so richtig gut gehen lassen. Ja, wir Mädels vom Spinntreffen waren ein Wochenende auf einer Hütte im Bregenzer Wald. Das war auch ganz toll. Wir hatten auch super tolles Wetter und ja, konnten so richtig in Wolle schwelgen und quatschen, bis der Arzt kommt. Also es war wirklich total cool. Ja, ein weiterer persönlicher Treffpunkt, wenn man das persönlich nennen kann, waren die Hangouts, bei denen ich ab und zu war, die jetzt aber vor Weihnachten ein bisschen eingeschlafen sind. Und ja, mir war es dann auch oft zu anstrengend, weil ich einfach abends zu spät ins Bett kam. Und ja, aber ich möchte wieder 2016 mit euch hangouten. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, und mit manchen hatte ich inzwischen auch Skype-Kontakt. Und das fand ich auch ganz toll. Und auch die Folge jetzt mit der Tini aufzunehmen war ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass da mehr draus wird und dass man immer wieder mal jemand kennenlernt. Und ja, falls ihr mit mir skypen wollt, meldet euch einfach bei mir. Ja, dann zur Frage Nummer 5. Hattest du ein Motto für 2015? Wenn ja, wie lief es damit? Und hast du es umgesetzt? Also ich habe nachgehört. Ich habe 2000. Ups, muss ich hier schnell aufräumen. So. Ich hatte beim letzten Jahresrückblick auf das Jahr 2014 gesagt, dass ich 2015 mehr für den Kleiderschrank stricken möchte und habe es teilweise umgesetzt. Also ich habe 6 Paar Socken gestrickt. Ich denke, das ist schon für den Kleiderschrank. Und ich habe den Hitofude oder Hitofude gestrickt. Ich habe einen Featherweight auf den Nadeln, der ist noch nicht ganz fertig. Und ja, das alles kommt dann in meinen Kleiderschrank und ich hätte gern noch mehr gehabt. Ich habe ein paar Crafting-Unfälle gehabt, mein 3-in-1-Pullover, den ich stricken wollte. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte. Das war jetzt der Paul, der hier gerade gequietscht hat. Ich hoffe, das stört nicht zu arg. Paulchen, komm mal her. Komm mal her. Paul will auch was sagen. So, schau mal, Paulchen. Schau mal hier. So, sag mal Hallo. So ist fein. Feiner Paul. Hier, der lag hier jetzt die ganze Zeit ganz brav unterm Tisch und will jetzt auch was sagen. Alles gut? So, mach Platz. Mach Platz. Genau, wo waren wir? Beim Motto: Stricken für den Kleiderschrank. Es hätte mehr sein können. Ich habe trotzdem noch ein paar Tücher gestrickt, obwohl ich schon genug habe. Aber ich habe auch wirklich jeden Tag im Geschäft ein Tuch an, weil wenn das Fenster auf ist oder die Türe aufgeht, es zieht leicht und ja, ich brauche es hier warm am Hals. So, dann die 6. Frage. Was waren die schlimmsten Crafting-Unfälle? Ja, ich habe es vorher schon gesagt, die Engelsdecke von der Martina Behm, die nicht fertig werden will, nehme ich jetzt mal als Crafting-Unfall. Und ja, der 3 in 1, der einfach zu groß wird oben, so ab der Taille. Da habe ich wohl die Wolle nicht gleichmäßig gesponnen und ja, da muss ich nochmal ribbeln und nochmal ran und oben vielleicht eine Nummer kleiner stricken. Dann 7. Lieblingsdesigner. Habe ich 2015 keinen speziellen gehabt, aber ich habe 2 Ponchos von der Emma Fassio gestrickt und habe den 3. jetzt auf den Nadeln für eine Arbeitskollegin. Und ja, also von dem her keine Lieblingsdesigner oder Designerinnen, aber Emma Fassio macht tolle Ponchos für alle, die einen stricken wollen. 8. wäre der Song des Jahres, das habe ich keinen.
Ich höre zwar immer Radio und Musik, aber es gab kein Lied, das mich so übers ganze Jahr begleitet hat. Und ein Buch des Jahres gab es auch nicht. Ich habe nicht viel gelesen und wenn, dann eher Zeitschriften oder Sachbücher. Also nichts Erwähnenswertes. Film und Serie des Jahres habe ich auch nichts Spezielles. Dann drei Dinge, die ich nicht hätte missen wollen. Das Schwolle und alles, was damit zu tun hat. Reverie auf euch, auf die Hörer, auf ja, viele nette Kontakte, viele nette Mails, die Gemeinschaft einfach bei Reverie, unsere Aktionen und ja, natürlich die Familie. Eh ganz wichtig. Und Pauchen, der gehört da dazu. Der kleine Freche. Ja, und die Dinge, auf die ich hätte verzichten können, da gibt's einiges. Aber, wie heißt der Spruch so schön, der in dem Buch steht, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand? Es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Dann 13. Frage. Was hast du 2015 Neues begonnen? Ja, ich habe mir einen Bändchenwebrahmen gewünscht und zum Geburtstag bekommen und habe das Bändchenweben angefangen. So ein bisschen zum Üben. Noch nicht zeigenswert, aber ja, es wird hoffentlich noch. Und ich habe die Memory Blanket angefangen. Die Sockenwoll-Restedecke. Und die wächst und wächst und wächst. Oh, das ist die Rückseite. So, jetzt seht ihr sie von vorne. Und da verarbeite ich meine Sockenwollreste. Und ja, ich möchte jedes Quadrat anders haben. Also alles nur einmal. Jede Wolle nur einmal verstricken. Und habe auch bis jetzt versucht, das immer schön im Projekt aufzuschreiben. Und es gibt jetzt auch einen Mini-Skein-Swap. Also wo wir Wollreste bzw. Woll-Mini-Stränge tauschen untereinander. Und die Fritzi01 hat einen Swap oder Tausch ins Leben gerufen, der eher wie ein Tauschpaket ist. Also man packt die Mini-Stränge in ein Paket, schickt sie zum Nächsten. Der Nächste sucht sich aus, was er brauchen kann, tut wieder die neuen dazu, was er übrig hat und schickt das Paket weiter an den Nächsten. Und der Nächste sucht sich dann wieder aus, was er brauchen kann, legt wieder was von seinen hinein. Und wenn euch das interessiert, schaut einfach mal bei der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Ravelry rein. Da ist alles genau erklärt. Ja, dann die Frage 14. Wovon hast du dich 2015 getrennt? Ja, ich habe noch ein bisschen ausgemistet, weil nach dem Umzug 2014 sind noch ein paar Kisten im Dachboden und im Keller gestanden. Da habe ich ein bisschen ausgemistet und das ein oder andere weggeworfen. Und mein erstes Spinnrad durfte weiterziehen, der Quasimodo. Der hat es jetzt woanders gut und bringt da hoffentlich viel Freude und ja, spinnt recht fleißig. Ja, und die 15. Frage, hast du ein Motto für 2016? Wenn ja, welches? Ja, UFO abbauen. Dinge fertig machen. Vor allem Dinge fertig machen. Angefangene Sachen zu Ende bringen und nicht, wenn irgendwo ein Problem auftritt, das gleich wieder in der Ecke verschwinden zu lassen, sondern anzugreifen und ja, einfach fertig machen oder aufribbeln und die Wolle anderweitig verstricken. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Rutsch in ein gesundes und tolles Jahr 2016. Wir hören oder sehen uns, treffen uns vielleicht bei Reverie oder im Hangout oder ja, vielleicht auch persönlich auf irgendeinem Wollfest. Macht's gut! Tschüss!